Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es um die Innereien von elektronischen Geräten und die Frage ist, ob man dort die Bauteile, die ICs, identifizieren kann und eventuell auch Datenblätter aus dem Netz ziehen kann. Exemplarisch will ich das hier mal anhand eines USB-Sticks zeigen. Der ist defekt, wie man hier unschwer erkennen kann, ist hier ein Bauteil abgegangen. Und aber egal, auf jeden Fall ist jetzt die Frage, was ist in so einem USB-Stick drin? Und kann man anhand der Nummern, die jetzt auf den ICs aufgestempelt sind, herausfinden, was das für welche sind? Und kann man dort eventuell auch die Datenblätter aus dem Netz ziehen? Wenn man jetzt danach in Bauteilen suchen will, dann kann man sich zuerst fragen, was ist eigentlich in so einem USB-Stick jetzt in dem Fall drin? Also zum einen muss natürlich ein Speicherbaustein drin sein. Wenn man sich das hier so anguckt, den Stick, dann ist es natürlich hier der große Baustein, das ist also der Speicherbaustein. Dann muss es noch einen Baustein geben, der die Verbindung zum USB irgendwie schafft. Zum Baustein dazwischen sozusagen liegt, zwischen dem USB und dem Speicherbaustein, das ist dieser. Also der bildet die Schnittstelle zum USB dar. Ja, und dann ist hier noch ein kleinerer Baustein drauf. Und da stellt sich jetzt eigentlich nur die Frage, was könnte das sein? Also ich vermute, das ist vielleicht ein Spannungsregler, denn was mir hier entgegengekommen ist, als ich das Ding auseinandergenommen habe, war eine Spule und ich nehme mal an, das ist irgendwie ein Schaltregler oder was auch immer, der diese 5 Volt runterbricht auf irgendeine bestimmte Spannung, die der Controller und auch der Flashbaustein braucht. Das Problem, was man meistens dabei hat, ist, dass der Aufdruck sehr, sehr schwach ist und meistens wirklich nur eine Nummer da irgendwie aufgedruckt ist. Also man wird letztendlich dann nach irgendwelchen Nummern im Netz suchen. Und das zweite Problem ist, dass die Logos, die auf diesen Bausteinen sind, auch praktisch unbekannt sind. Ich fange einfach mal hier mit dem Baustein, mit dem Flash-Baustein, mit dem Flash-IC an. Und zwar, ich halte das jetzt mal hier so ein bisschen schräg und dort ist dann auch was zu erkennen. Ich hoffe, das ist hier. Ah ja, jetzt kann man es erkennen. Dort ist zum einen links dieses Logo mit dem S und dann ist ein was raufgedruckt, nämlich folgendes ist raufgedruckt: PF472 AL1206. Und ja, jetzt fange ich mal an, danach zu suchen. Die erste Suche in Google lautet PF 472 Datasheet und wie man sich vielleicht denken kann, ist da eigentlich nichts zu finden, also nichts Wirkliches. Wenn man also hier runter scrollt und danach sucht, kriegt man alles Mögliche. Man kriegt zwar Dinge über keramische Kondensatoren hier von Farnell oder andere Produktinformationen über völlig andere Dinge, aber eigentlich nicht über einen Speicherbaustein. Das heißt, die Suche muss jetzt irgendwie eingegrenzt werden. Also PF472 Datasheet bringt nichts. Jetzt ist es so, bei so einem Speicherstick, USB-Stick, sind Flash-Bausteine verbaut. Also das Ding heißt Flash, ist ein Flash. Und die Größe, die kenne ich hier auch, weil die ist nämlich aufgelabelt auf dem Gehäuse, ist 16 GB. Und wenn ich jetzt nach PF472 Flash suche, ich habe das hier mal gemacht. Und dann noch 16 GB angegeben. Ja, dann kommt man auf so ein paar Seiten, wo man vielleicht schon ja, Informationen bekommt. Hier sind erstmal ein paar Dinge über generell USB-Flash-Drives. Hier unten weiter ist jetzt aber eine interessante Seite, die hier irgendwas mit 16 GB MLC und so weiter darstellt. Und ich gehe einfach mal rauf. Da steht auch was von SpecTech, was immer das auch ist. Und wenn man auf diese Seite raufgeht, dann bekommt man ja, Informationen von SpecTech. Und dort ist so eine Art Vergleichsliste drauf. Und wenn man hier mal durchguckt, hier unten, vorletzte Zeile, ich mache das mal hier hoch, da steht jetzt auf einmal 16 GB PF472. Und dort sind offenbar Vergleichstypen angegeben und nach denen kann ich jetzt suchen. In dem Fall ist es hier irgendwie ein Typ MT29F 128G08 CFAAA-C5 von wem auch immer. Und danach kann man natürlich jetzt genau suchen und vielleicht dann auch ein Datenblatt sich runterladen.
Bevor ich jetzt nach dieser anderen Nummer hier suche, habe ich einfach mal die Seite von SpecTech aufgerufen. Ich habe also einfach SpecTech.com eingegeben, eingetippt und komme jetzt also auf diese Seite. Und diese Firma oder dieser Hersteller ist offenbar mit der Firma Micron Technology verbunden, oder beziehungsweise das ist Micron Technology oder eine Tochterfirma, wie auch immer. Sieht man hier unten rechts, das ist ganz interessant. Und wenn man jetzt mal auf die Suche geht nach dem Typ hier, also nach dem PF472, da gibt es auf der Seite von SpecTech ein Search-Tool, ein Suchtool, wo man praktisch suchen kann. Ich werde mal hier gucken, das war jetzt unter NAND-Flash, also wir haben einen NAND-Flash-Baustein und wir haben laut der Vergleichsliste ein MLC 16 GB und jetzt gibt es hier unten, da gibt es dann ein Lasermark to Marking Part Number Decoder und wenn ich da eingebe PF472 und das besteht hier, dann kommt praktisch hier die richtige Partnummer raus. Also das ist jetzt praktisch die Partnummer von dem Flash-Baustein. Und ich kann dann praktisch diese hier auch nehmen und kopieren in die generelle Suche oben rechts und suche danach und finde im Prinzip hier SpecTech NAND Flash Details. Jetzt hofft man natürlich, dass man da irgendwie das Datenblatt bekommt, bloß wenn ich jetzt darauf klicke, dann kommt man wieder zurück auf diese Seite und es steht auch hier unten irgendwo, habe ich gesehen, wenn man hier runtergeht, hier noch nicht, aber es stand irgendwo, dass man sich praktisch einloggen muss, um detaillierte Datenblätter von diesem Bauteil oder von diesen Bauteilen hier zu bekommen. Ich bin jetzt hier erstmal wieder zurückgegangen auf diese Vergleichsliste, denn hier steht ja noch sozusagen ein Vergleichstyp hier auf der rechten Seite, dieser MT29F18 und so weiter. Und nach diesem werde ich jetzt erstmal nochmal suchen. Ich habe jetzt einfach nach dem MT29F128 und Datasheet gesucht, hier in Google, und bin gleich hier auf das erste Ergebnis gestoßen, praktisch von datasheetpdf.com. Dort sieht man auch, es ist tatsächlich dieses NAND Flash Memory, was hier angezeigt wird. Ich mache das mal hier ein bisschen größer. Und das kann ich jetzt im Prinzip runterladen. Das habe ich hier schon gemacht. Und siehe da, wir haben ein NAND Flash Memory, in dem Fall auch von Micron. Das heißt also, dieser Hersteller SpecTech gehört zu Micron. Und jetzt habe ich hier das Datenblatt von dem Flash-Baustein von dem USB-Stick. Das zweite IC, was jetzt hier drauf ist, ist dieses hier. Ich halte jetzt auch mal die Kamera hier so ran. Und da ist auch ein Label drauf, und zwar IS-916 und noch eine weitere Codierung. Und was ich jetzt einfach mal mache, ich suche einfach nach IS-916 Datasheet. Wenn ich jetzt nach IS-916 Datasheet suche, dann sind die ersten Suchergebnisse nicht so prickelnd, aber hier gibt es ein Ergebnis, was darauf hindeutet, dass es irgendwas mit einem USB 3.0 Flash Disk Controller zu tun hat. Also werde ich da mal weiter forschen. Hier ist auch die Information über vielleicht einen Hersteller, InnoStore Technology Corp. Das heißt, ich werde jetzt mal auf diese Seite von diesem Hersteller gehen. Ich gebe einfach innostore.com ein und gucke, ob ich da ein Ergebnis bekomme. Ich bin jetzt hier auf der Seite von InnoStore Technology Corporation und wenn man jetzt hier oben links das Logo vergleicht mit dem, was auf dem IC hier drauf ist, dann sieht man, es ist gleich. Also es ist wirklich der Hersteller InnoStore Technology Corporation und der Typ ist hier IS-916, das ist ein USB-Flash-Controller. Auf der Seite gibt es hier so einen Link, so einen Menüpunkt Product. Und tatsächlich gibt es hier unten IS-916. Und wenn man darauf geht, ja, bekommt man diese Information.
Auch hier ist es eben so, Datenblätter kriegt man hier nicht. Man muss sich also einloggen, anmelden, einen Kontakt aufnehmen hier auf der rechten Seite und dann bekommt man sicherlich auch das Datenblatt zu diesem USB 3.0 Flash Disk Controller. Das dritte IC, was es hier zu identifizieren gilt, ist hier auf der linken Seite dieses kleine, wo ich vermute, dass es ein Spannungsregler ist. Das hat die Bezeichnung CAA-B08, also auch extremst klein hier aufgedruckt und sehr schwach aufgedruckt. Ich habe jetzt nach längerer Suche eigentlich nichts gefunden. Also ich habe weder den Hersteller gefunden, noch weiß ich, was das Ding überhaupt ist. Ja, man sieht also, dass es in manchen Fällen nicht einfach da herauszufinden, ja, was das für ein IC ist. Also ich habe in dem Fall hier wirklich nach SMD-Code CAA B08 gesucht und nach anderen Dingen, aber es war nichts herauszufinden. Ich hatte dann einen Link auch zu Texas Instruments, zu einem Spannungsregler, das konnte aber hier in dem Fall nicht passen. Und hatte auch einen Link zu einem Temperatursensor, wo ich denke, das ist es auch nicht. Also das ist dann hier in dem Fall sehr, sehr schwierig herauszufinden, was dieses IC dort macht. Ja, das war's mal wieder. Vielleicht findet ja jemand noch raus, was dieses letzte Bauteil CAA B08 ist. Ich würde mich da über ein Feedback freuen. Bis dann und viel Spaß. Tschüss.